Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Be a Web Developer. Und heute geht's mal nicht um Code, sondern heute möchte ich euch einen neuen Editor vorstellen, den ich gerade entdeckt habe. Der ist noch in der Preview-Phase, also in der Vorschauphase, Beta-Phase ist, so nenne ich das jetzt einfach mal. Er ist also noch nicht komplett fertig und ist momentan noch in der Entwicklung, beziehungsweise Testphase. Und das ganze Ding ist von Adobe. Oder Adobe, je nachdem, wie man es aussprechen will. Und da ich bei Adobe oder Adobe schon ganz gute Erfahrungen mit dem Dreamweaver gemacht habe, der allerdings kostenpflichtig ist und der neue Editor kostenfrei sein soll, soweit ich informiert bin, ist das eine sehr, sehr schöne, ich sag mal, neue Idee von Adobe, um an die Entwickler sowas wie eine Miniaturausgabe von Dreamweaver weiterzugeben. Das ganze Produkt, das ich in habt ihr bestimmt schon hier oben gelesen, ist die Adobe Edge Code. So heißt das Ding. Das ist aus der Edge-Reihe. Ich öffne mal ganz kurz meine Cloud. Und dann seht ihr zum Beispiel, dass es hier in der Edge-Reihe noch viel, viel mehr gibt. Wenn ich es finden würde. Hier. Zum Beispiel Edge Animate gibt es noch, was ich jetzt auch noch installiert habe. Edge Inspect, beziehungsweise aktualisieren wir hier. Ich habe es eigentlich deinstalliert. Naja, gut. Edge Inspect, Edge Code und eben das Edge Reflow CC, Edge Animate CC gibt es da noch und so weiter und so fort. Ja, wie gesagt, das ist der Editor. So sieht er aus, wenn ihn das erste Mal startet. Wie ihr ihn bekommt, denke ich mal, ist allen klar. Aber ich zeige es euch nochmal kurz, wenn ihr wollt. Ihr öffnet euren Browser, sobald das bei mir der Fall ist. Geht auf die adobe.de Seite, beziehungsweise auf die .com Seite direkt. Da leitet euch ja dann eh weiter. Dann, wenn ihr auf Produkte klickt, geht ihr auf die Creative Cloud. Darüber läuft bei Adobe ja mittlerweile alles. So, den Preis hier unten könnt ihr jetzt erstmal komplett ignorieren. Ihr loggt euch sozusagen ein. Also erstellt euch eine Adobe-ID, falls ihr noch keine habt. Ich habe jetzt bereits eine. Ihr loggt euch dann eben ein und ladet euch die Creative Cloud dann herunter und installiert die. So ungefähr schaut das aus, genau. So, dann ladet ihr euch die herunter und installiert die. Dann ist das eben dieses Fenster hier. Schaut dann so aus, meistens ziemlich leer. Ich habe hier schon ein paar Produkte jetzt installiert, die ich mir auch gekauft habe. Beziehungsweise eben nicht gekauft habe. Und dann, wenn ihr euch diese Creative Cloud runtergeladen habt, müsst ihr euch wahrscheinlich nochmal einloggen mit eurem Konto. Eventuell übernimmt ihr euch das sogar, das weiß ich gerade nicht sicher. Dann klickt ihr hier auf den Reiter Apps. Und dann könnt ihr euch hier aus diesem Reiter hier die ganzen Apps raussuchen, die ihr haben wollt. Zum Beispiel den Acrobat, XE Pro und so weiter und so fort. Auch hier den Dreamweaver könnt ihr testen. So, und dann gibt es eine Besonderheit, denn der auf dem Button hier installieren steht, sind die Programme kostenfrei. Falls ihr sie testen wollt, könnt ihr sie 30 Tage lang kostenlos testen und mit Einschränkungen eventuell oder auch nicht, je nachdem, wie das Programm eben eingestellt ist. Genau. Dann wählt ihr euch hier einfach die Edge Code CC aus, die Preview, installiert die und dann schaut das Programm so aus. Das Schöne an diesem Programm ist jetzt, wir wählen jetzt mal einen Folder, also einen Ordner aus, in dem wir programmieren wollen. Das ist bei mir der htdocs-Ordner, wie ihr schon wisst. Der Server ist natürlich gestartet, bei der Webserver und der MySQL-Server bei XAMPP. Sondern ihr habt hier jetzt eine schöne Übersicht von allen drei Ordnern, die sich in diesem htdocs-Ordner befinden. Und wie ihr wisst, haben wir die ganzen Tutorials im Web-Ordner erstellt. Und jetzt kommt das Schöne, das hier sind Vorschauen. Wenn ihr die Dateien durchklickt, kommt eine Vorschauanzeige von den jeweiligen Dateien. Ihr könnt natürlich auch mit unter View dann die Font-Size erhöhen und so weiter und so weiter. Ihr habt da wirklich viele, viele Möglichkeiten, etwas einzustellen, auch jetzt schon in der Vorschau-Version. Könnt dann hier, wenn ihr die Live-Preview starten wollt, mir ist das jetzt schon der Fall,
Genau. Dann startet er eben hier so eine lokale Datei und startet eben diese Datei oder ruft diese Datei auf. Allerdings, wie ich gerade sehe, mit einem falschen Charset, beziehungsweise ja, mit irgendeinem Charset, weil wir keins angegeben haben. Genau. Also in dem Tutorial haben wir keins angegeben, von daher ist das schon ganz okay so. In der Live-Preview könnt ihr dann die Datei direkt ausführen und durchlaufen lassen. Wir werden jetzt hier mal schauen, unter Project Settings könnt ihr noch die URL einstellen, wo euer Webserver drauf läuft. Was ganz wichtig ist meiner Meinung nach, ich habe den jetzt mal auf Localhost eben gesetzt. Und dann machen wir jetzt mal von der InXPHP eine Live-Preview beispielsweise. So, dann kommen wir eben auf diese Startseite. Da loggen wir uns jetzt mal mit den Login-Daten ein, die wir gemacht haben. So, da sind wir jetzt drin. Jetzt schauen wir mal unseren Editor wieder. Dann seht ihr jetzt hier, Live-Preview ist noch an. Da könnte man jetzt disconnecten. Beziehungsweise, wir können das jetzt hier live ändern. Also, wenn ich jetzt in die Member gehe, hat er sie schon zugemacht. Beziehungsweise, nee, jetzt öffnet er die Member-Datei. Admin, Admin. So. Wenn ich jetzt in der Member was ändere, zum Beispiel, hier haben wir unten hier das Wort, das jetzt Benutzerliste. Benutzerliste aller Benutzer. Ja, speichern. Und dann seht ihr links, das ist eine automatische Aktualisierung. Das heißt, ihr seht sofort, sobald ihr die Datei speichert, was Sache ist. Ja? Also das ist schon richtig genial. Eigentlich, was sie da gemacht haben. Mir gefällt es richtig gut bis jetzt. Ich muss mal schauen, was hier mit noch so geht. Ich habe gesehen, ihr habt hier so einen Erweiterungsmanager, wo man jetzt noch nicht so viel drin findet. Man kann es durchsuchen. Man kann es von einer URL aus installieren. Man kann es schließen. Also hier könnte man jetzt Browse Extensions machen. Man könnte jetzt die die kompletten Adobe-Geschichten hier durchsuchen. Gibt es jetzt noch nicht so viele. Hier seht ihr dann, welche Erweiterungen eben da alles verfügbar sind aktuell. Aber es sind zwar schon ein paar, aber noch keine gebrauchbaren, denke ich jetzt mal. Die sind dann noch in einer 0.Version bzw. 2.0.4. Das ist dann wahrscheinlich immer noch. Ja, man kann es benutzen, aber es fehlen noch einige Features. Ja, und diese ganzen Plugins gibt es dann auch für Chrome, für die jeweiligen Webbrowser und so weiter und so fort. Genau. Dann gibt es hier noch eine schöne Kleinigkeit, die heißt Preview on Devices using Edge Inspect CC. Damit könnt ihr euer Projekt, das ihr hier gerade programmiert, auch auf mobilen Geräten anschauen. Live. Eben wie diese Live-Ansicht jetzt hier im Browser. Dazu benötigt ihr aber, wie ihr schon seht, dieses Edge Inspect, das wir auch hier drin hieraus installieren können. Das ist eben das hatte ich schon installiert. Das ist allerdings eine Testversion. Die müsste man kaufen. Ich habe jetzt auch nur die Testversion installiert. Die habe ich jetzt aber eigentlich schon wieder deinstalliert. Man sieht es nur nicht. Na, kann man jetzt gar nicht aktualisieren. Naja, gut, egal. So viel dazu. Dann habt ihr hier noch Webfonts, Emt-Codes, die ihr hier seht. Ja, klar. Ich erst draufklicke. Achso. Achso, wir kommen dann Dropdown-Menü. Okay, gut. Wir haben jetzt keine CSS-Datei hier zum Beispiel. Aber wenn wir da als Beispiel mal angenommen. Wir schreiben jetzt hier einen Style rein. Text CSS. Die Code Completion ist übrigens sehr schön gemacht. Es gefällt mir richtig gut. Auch das Highlighting, wie ihr seht, ist richtig gut gemacht. Auch die Tabulatoren könnt ihr hier unten umstellen zwischen Tabs und Spaces. Hier seht ihr die angezeigte Version und auch die Breite der Tabs könnt ihr machen. Was das hier ist, Linting ist disabled.
Muss ich noch rausfinden, habe ich noch nicht so genau getestet, muss ich zugeben. Aber ja, wir probieren jetzt einfach mal Stern, also auf alles. Probieren wir jetzt einfach mal, was die Font ist. Family. Okay, das mag er nicht, weil keine CSS-Datei ist. Das würde mich jetzt schon interessieren und euch bestimmt auch. Also stellen wir hier einfach mal. Oh, die kann man, so, kann man sogar sortieren, das ist schön. File, New. So, speichern wir die Datei mal. Web.css, das ist jetzt eine CSS-Datei. So, Font, Family. So, und jetzt habt ihr einen Drop-Font und dann könnt ihr Browse Web-Fonts anklicken, das ist das schöne Menü. Und dann können wir hier wirklich alles durchsuchen, wie. Keine Ahnung, was es alles gibt. Ja, ich habe hier ein paar Auswahlmöglichkeiten zwischen Decorative, Handmade, Monospaced, Backletter, Script, Slab, Serif, Sans Serif und Serifenschriftarten. Sans Serifenschriftarten sind übrigens immer sehr gerne gesehen auf Webseiten. Das gefällt mir nicht. Nehmen wir mal von Doses. So. Dann nimmt er jetzt hier die Doses. Als Webfont machen mal Areal als Fallback sozusagen, das heißt Serifenschrift. Jetzt bauen wir mal in die Member hier eine kurze Datei ein. Style, Type, Text CSS und Source Test.css. Okay, das übernimmt er also anscheinend nicht. Okay, das ist schade. Beziehungsweise, Moment. Okay, nee, das übernimmt er tatsächlich nicht. Ich habe gerade einen kleinen Fehler vom Einbinden einer CSS-Datei, aber ja, Test. Übernimmt er tatsächlich einfach mal gar nicht. Auch beim Neuladen nicht. Schauen wir uns gerade mal einfach an, ob er sie überhaupt eingebunden hat. Ja, theoretisch funktioniert es. Ja, praktisch eher weniger. Aber es ist ganz schön. Er hat jetzt übrigens auch die Live-Preview beendet, weil ich die Developer-Konsole von Google Chrome geöffnet habe. Was ihn anscheinend unterbricht, aber gut. Ja, so viel zu meiner kleinen Vorstellung. Das war's auch schon mit dem Editor. Ich finde ihn, wie gesagt, sehr gelungen. Könntet ihr euch gerne mal anschauen. Das war's auch schon. Bis zum nächsten Mal. Haut da rein. Ciao.